Hi, das ist die 6. Folge MJ Update und heute besprechen wir die 5 wertvollsten Michael Jackson Tonträger in meiner Sammlung und ein paar News habe ich euch auch noch mitgebracht. Also viel Spaß! Ja, prima, dass ihr heute wieder dabei seid. Fangen wir auch direkt an. Ich habe die 5 wertvollsten Tonträger aus meiner Sammlung heute dabei. Ihr seht schon hinter mir, da sind Auszüge aus meiner Sammlung. Und nach welchen Kriterien habe ich diese 5 Tonträger rausgesucht? Und zwar nach der App von Discogs. Discogs ist eine Verkaufsform, eine Plattform, auf der man Tonträger handeln kann. Also da gibt es auch Online-Vinyl-Shops, wenn man so möchte, ähnlich wie auf eBay, nur dass man dort zu einem Festpreis eben Tonträger auch kaufen kann. Das ist ein Teil dieser App, aber man kann auch seine Tonträger, die man selbst hat, in dieser App verwalten, sodass man selbst eine Übersicht hat über seine eigenen Tonträger, sein eigenes Archiv. Und die App zeigt auch immer an, wie viel Wert wie viel Wert ein Tonträger hat. Also über jeden Tonträger, den es gibt, der in dieser App hochgeladen wurde, kann man eben sozusagen sein Musikarchiv archivieren und seine Sammlung sozusagen ordnen. Und ich habe Auszüge aus meiner Sammlung in der App eben auch archiviert. Und die App zeigt mir dann auch an, welche Tonträger aus meiner Sammlung was für einen Wert aktuell haben. Und die 5 wertvollsten laut dieser App, die schauen wir uns jetzt an. Und die App zeigt auch immer an, wo gerade, ja, wie ein Tonträger gerade gehandelt wird. Da steht, zu welchem kleinsten Preis sie weggegangen ist, zu dem durchschnittlichsten Preis und auch zu dem höchsten Preis. Und das ist so die Spanne. Am Durchschnitt kann man sich orientieren. Ich habe mir jetzt aber die 5 Tonträger rausgesucht, die tatsächlich den höchsten Verkaufserfolg hatten. Also für den Preis wurde sie schon mal verkauft. Und zwar geht das immer in die letzten 12 Verkäufe zurück. Und da rechnet er sich den geringsten, den höchsten und den durchschnittlichsten Preis. Ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man das einmal in der App gesehen hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und das ist ein ganz guter Barometer. Danach kann man eben in etwa einschätzen, was für einen Wert deine Sammlung hat, wenn das jemanden interessiert. Also nicht jeder interessiert sich dafür. Manche sammeln aus Leidenschaft, manche gucken sich den Wert an. Manche machen es aber einfach auch nur, um ein Ordnungssystem zu haben. Und und die 5 wertvollsten gucken wir uns jetzt an. Und ich habe mich immer an den höchsten Wert orientiert. Und ich muss mal gerade gucken. Da habe ich es. Das ist laut Discogs die 5. wertvollste, ja, der 5. wertvollste Tonträger in meiner Sammlung. Es kommt auch immer auf den Zustand an, wie ein Tonträger sich gerade befindet. Ist der noch sehr gut? Ist der original verpackt? Hat der schon Schrammen, Katscher oder ist was kaputt? Oder läuft die CD nicht mehr richtig? Das hat alles Einfluss auf den Wert. Und viele von euch kennen das sicherlich. Das ist die First Printing Michael Jackson Dangerous Album. Und das ist ein Pop-Up. Das heißt, ich mache das mal auf. Da sieht man das Dangerous Album in einer Pop-Up-Fassung. Und hier ist die CD drin und darunter befindet sich das Booklet. Und die CD ist auch Gold, nicht Silber. Und diese First Printing Edition vom Dangerous Album wird im Schnitt mit um die 41 Euro gehandelt und in einem guten Zustand geht sie für 211 Euro aktuell auch weg. Also 211 Euro ist der höchste Verkaufspreis, den dieser Tonträger in letzter Zeit erzielt hat und damit ist das auf Platz 5. So, das ist Dangerous Pop-Up. Auf Platz 4. Da greife ich mal hier hoch. Das seht ihr gar nicht. Hier oben steht auch noch was. Das ist diese Box und zwar die Jackson 5 und die nennt sich The Complete Album Collection. Das ist ein Sammelsurium an allen Studioalben von den Jackson 5, angefangen Diana Ross Present, The Jackson 5,
ABC, Third Album, auch das Greatest Hits Album, auch die Live-Alben oder das Live-Album In Japan ist hier drauf, bis hin zu Boogie. Also alle 15 regulären Jackson 5 Alben sind hier drin. Und das Ganze ist richtig schön aufgemacht. Jedes Album ist in so einer einzelnen Pappschuber drin. Ich habe die jetzt hier nicht richtig geordnet, in der richtigen Reihenfolge, könnte ich noch machen. Aber jedes Album befindet sich hier drin. Das Innenleben ist farblich immer untermalt. Das heißt, jede CD hat innen drin ein anderes farbliches Thema. Das hier ist jetzt schwarz, Skywriter. Und es beinhaltet die regulären Songs der jeweiligen Studioalben. Ja, das Ganze kam 2014, glaube ich, raus. Ich gucke noch mal gerade nach. Nee, 2013 kam das raus. Und es wird im Schnitt mit 149 Euro gehandelt. Bei Discogs wird das gerade auch mit 2 Euro angegeben. Also das kann nur ein Fehler sein, dass da jemand einen Fehlkauf reingestellt hat, dass das vielleicht nur der Karton war, ohne Inhalt, und der ist für 2 Euro weggegangen. Sowas gibt es auch. Oder es hat jemand eine Einzel-CD aus dieser Box verkauft für 2 Euro. Also für 2 Euro werdet ihr das garantiert nirgendwo finden. 149 Euro ist aktuell der Durchschnittspreis, mit dem diese Box gehandelt wird. Und wenn die wirklich in einem Top-Zustand ist oder noch original verpackt, dann geht der Preis sogar bis hoch bei 250 Euro. Also das ist der viertwertvollste Michael Jackson Tonträger oder Sammelbox in meiner Sammlung. Jetzt kommen wir auch schon zu Platz 3 und ich glaube, der ist hier rechts. Genau. Und das ist, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel dazu sagen, das Vinyl-Album Blood on the Dance Floor auf Vinyl. Hat hier unten auch einen Knick schon in meiner Fassung. Und es ist aber noch komplett. Es beinhaltet das Blood on the Dance Floor History in the Mix Album einschließlich der Innenleben, der Hüllen. Und es ist auch sogar noch der Aufkleber, der damals dabei war, mit drauf. Special Deluxe Vinyl Set, 5 neue Songs und 8 Remixer. Und damit ist ist das Blood on the Dance Floor Album. Das ist die US-Fassung. Auf Discogs wird das zwischen am niedrigsten mit 75 Euro, im Schnitt bei 192 Euro. Und wenn man ganz viel Glück hat und einen sehr guten Zustand das Album hat, kann es für 300 Euro weggehen. Das ist mein Platz 3. Ja, und euch interessiert sicherlich auch, was habe ich dafür bezahlt. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Sofern ich es noch weiß. Also das Pop-Up Dangerous Album, das habe ich für, das waren ungefähr 30 D-Mark, also 15, 16 Euro, habe ich das damals, als es herauskam, beim Saturn gekauft. Also ganz klassisch, als es veröffentlicht wurde. Die Box, die Jackson 5, The Complete Album Collection, die habe ich auch 2013 gekauft, als sie ganz neu rauskam. Ich meine, das waren 69 Euro. Auch im Saturn habe ich die geholt. Und die Blood on the Dance Floor Vinyl, ich weiß es nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Ich glaube, die habe ich bei eBay gekauft. Und ich glaube, das waren so um die 70 bis 80 Euro habe ich dafür bezahlt. Also auf eBay hat man häufig auch Glück, dass man die Sachen günstiger findet. Es kommt natürlich auch immer auf den Zustand an. Ja, das war Platz 3. Platz 2, da drehe ich mich hier einmal um. Da haben wir es. History, das Triple-Album. History, Past, Present and Future Book 1. Und das ist die europäische Fassung. Da gibt es auch Unterschiede, ob man jetzt die US-Pressung hat, die EU-Pressung. Auch sehr schön aufgemacht, das Album. Hier sehe ich auch schon Staubfuseln drin.
Ja, die drei einzelnen CDs sind jeweils auch in diesen roten Hüllen enthalten. Also die drei einzelnen Schallplatten. Die sehen auch alle gleich aus. Und was eben auch sehr schön ist, das History Booklet ist auch in Vinylgröße hier drin. Da haben wir es. Ja, das History Album, das wird auch, das wurde bisher auch nicht auf Vinyl neu aufgelegt, ist selten zu finden. Daher auch vom Preis immer recht hoch, egal welcher Zustand es ist. Der geringste Preis liegt so bei 105 Euro, der Schnitt bei 250 Euro. Und der höchste Wert, wenn man wirklich einen Top-Zustand hat, kann man das bis 600 Euro als Verkaufserlös verkaufen oder kaufen. Ich habe das ungefähr 2005, 2006 auf eBay bestellt. Und ich meine, das waren um die 40, 50 Euro habe ich dafür bezahlt. Also aus der Sicht war das wirklich ein Schnäppchen. Und ja, jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1, also der wertvollste Tonträger in meiner Sammlung. Das ist in dem Fall eine Schallplatte, eine Vinyl. Und da haben wir sie. Tada! Die Will You Be There 12-Inch Maxi-Single. Lasst euch nicht irritieren, hier steht 12 Euro drauf. Wahrscheinlich hat mal irgendwer die zu dem Preis verkauft. Ja, die ist auch noch in einem leicht ledierten Zustand, das Cover. Hier hinten ist so ein kleiner Riss drin, aber ansonsten sieht sie noch sehr gut aus. Abgesehen vom Preisetikett. Hier sieht man auch, dass da auch mal ein Preisetikett war. Ansonsten ist hier noch in guten Zustand und auch die Hülle und die Vinyl sahen auch noch top aus. Ja, und diese Vinyl, die kommt aus Spanien. Die habe ich in Barcelona in einem Plattenladen gefunden. Und da wurde sie auch zum Glück nicht zu dem Preis verkauft, zu dem sie aktuell auf Discogs gehandelt wird. Im Schnitt oder der günstigste Preis liegt hier bei 450 Euro für die Vinyl. Und da muss sie schon in einem nicht ganz so guten Zustand, kann sie für den Preis sein. Im Schnitt wird sie für 714 Euro verkauft. Und wenn man wirklich zu einem Toppreis die verkauft, liegt sie aktuell bei 800 Euro. Und damit ist die 12-Inch Will You Be There Maxi die wertvollste Schallplatte oder der wertvollste Tonträger in meiner Sammlung. So, und ja, jetzt führt uns das direkt zu unserem Newsblog. Und zwar habe ich fünf kleine News mitgebracht. Die erste News ging gerade rum, und zwar will der Michael Jackson Estate, also die Nachlassverwalter von Michael Jackson, wollen den eigenen Michael Jackson Katalog verkaufen. Was bedeutet das, ein Katalog? Das heißt, ein Künstler hat immer die Rechte an seinen Songs im Normalfall. Wenn er einen Song veröffentlicht, hat er auch die Rechte und er verdient an den Tantiemen, wenn der Song im Radio gespielt wird, als Komponist und so weiter. Und Michael Jackson besaß ja zu Lebzeiten einen sehr wertvollen Musikverwerte-Rechte-Katalog, den ATV Music Katalog. Heißt noch ein bisschen anders. Ich verlinke euch da gerne etwas hier auch zu rein, damit ihr euch da ein bisschen zu informieren könnt über diesen Katalog. Der Katalog ist auf jeden Fall, der wurde zu Michael Jacksons Lebzeiten zu 50% verkauft. Das heißt, Michael Jackson hat zu seinen Lebzeiten gesagt, ich verkaufe die Hälfte von dem Katalog. Er soll wohl um die 500 Millionen Euro oder Dollar dafür bekommen haben. Und die Nachlassverwalter haben nach Michael Jacksons Tod, das war glaube ich so 2016, 2017, haben die den anderen Teil davon verkauft, weitere 50%. Und behalten haben die einen EMI-Unterkatalog, das heißt dieser ATV-Musikkatalog, der hat auch noch ganz viele Unterkataloge, die da mit drin sind. Da haben die einen Unterkatalog behalten und die haben den eigenen Michael Jackson-Katalog haben die auch behalten und den Rest haben die abgegeben. Da waren sozusagen diese ganzen Beatles-Songs drin, die man ja immer kennt, dass Michael Jackson die Beatles-Songs gekauft hat.
aber auch Songs von ganz, ganz vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen und Bands waren da drin. Von Shakira, auch nationale Gruppen, auch deutsche Gruppen waren in diesem Katalog drin. Also das ist ein so unfassbar großer Katalog, der wahnsinnig wertvoll war. Weil immer, wenn man einen Song aus diesem Katalog spielt, im Radio, im Fernsehen, als Soundtrack und so weiter, dann verdient der Rechteinhaber daran. Und Michael Jackson war eben über Jahrzehnte Inhaber von diesem Katalog und es wollten den auch immer sehr gerne einige haben. Also Sony war immer sehr scharf auf diesen Katalog oder auch andere. Und zu Lebzeiten hat Michael Jackson, wie eben gesagt, 50% verkauft. Und als Michael Jackson verstarb vor ein paar Jahren, hat der Michael Jackson Nachlass weitere 50% verkauft und hat eben zwei kleine Unterordner oder eigene Kataloge im Katalog noch behalten. Und aktuell wurde eben bekannt gegeben, dass die Nachlassverwalter den M-Jack Musikkatalog, der Bestandteil von diesem großen Ganzen war, der soll jetzt zum Verkauf angeboten werden. Und das ist aktuell ja üblich, das hört man immer wieder. Auch andere Künstler haben ihre Songrechte verkauft. Ich glaube Tina Turner zuletzt, aber auch Sting, Phil Collins und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die in den letzten Jahren auch ihre Musikrechte verkauft haben, weil man da eben unglaublich viel Geld mit verdient, also wenn man den einmal verkauft. Und der eigene M-Jack Musikkatalog, wo eben die Rechte von allen Michael Jackson Songs drin sind, wird bei 700 bis 800 Millionen Dollar Verkaufspreis aktuell geschätzt. Auch das ist innerhalb der Michael Jackson Welt wieder sehr kontrovers diskutiert worden. Es gibt wieder einige Fans, die sich darüber aufgeregt haben, dass das passiert. Warum behält man nicht den Katalog? Warum gibt man den Katalog nicht an die Kinder weiter, die ja den Nachlass irgendwann verwalten könnten? Und das verstehe ich auch nicht. Also warum muss der Katalog verkauft werden? Offizielle Stellungnahmen gibt es dazu noch nicht, auch nicht von John Branca, der ja der Manager des Michael Jackson Nachlasses ist. Aber somit, es geht wieder eine Meldung umher, dass eben dieser Unterordner verkauft wird. Das ist die eine News. Denn zur zweiten News, aktuell facht das auch immer mal wieder in den sozialen Medien auf, dass Fans fragen, wo bleibt eigentlich die Thriller 40 Doku? Das frage ich mich auch. Es wurde letztes Jahr großspurig angekündigt, dass im Januar die Thriller 40 Doku weltweit veröffentlicht wird. Im Kino, im Fernsehen oder wo auch immer. Oder auf DVD, keine Ahnung, aber es passiert einfach nichts. Also auch hier die Nachfrage an Sony und an den Nachlass. Wo bleibt die Thriller 40 Doku, die wir immer noch nicht haben? Die Thriller 40 Doku hatte ich in der ersten Folge von NJ Update von erzählt. Die wurde weltweit damals, als das Thriller 40 Album erschien, auf diesen Partys gezeigt. Das heißt, auf 10, 15 Michael Jackson Fanpartys wurde dieser Film gezeigt. Und der wurde von einigen wenigen sozusagen schon gesehen, die auf diesen Fanpartys damals waren und auch für gut befunden. Und seitdem wartet eben ja der große Teil an Fans auf die Veröffentlichung dieser Doku und sie kommt einfach nicht. Man fragt sich, was da wieder los ist. Stattdessen kommen wieder solche News, dass eben der Katalog verkauft werden soll oder die ganzen News rund um die Michael Jackson Biopic Michael, also den Film über Michael, den es geben wird. Da habe ich in der letzten Folge ja schon einiges drüber erzählt. Also man geht wieder auf Nebenschauplätze, aber bewirbt nicht mehr diese Thriller 40 Doku. Und man muss auch sagen, dass die Thriller 40 Geschichte ja eigentlich schon abgeschlossen ist. Da gibt es keine Promotion, keine Folgesingles, keine Veröffentlichung. Das wäre ja sehr schade, wenn jetzt dieser Film untergeht oder diese Doku untergeht. Also sind wir mal gespannt, ob und wann da noch etwas kommt. Dann hatten wir vorletzte Woche ungefähr den Super Bowl und auch jedes Jahr um den Super Bowl kommen die immer wieder gleichen Geschichten raus. Wer ist der beste oder der erfolgreichste oder der meistgesehene Super Bowl aller Zeiten? Und aktuell gab es ein Ranking vom Billboard Magazine.
oder Billboard in den USA, die haben Michael Jacksons Auftritt auf Platz 14 gerankt und das hat natürlich auch wieder alle, weiß ich nicht, vom Hocker gerissen. Michael Jackson hat damals 1993 den Super Bowl-Auftritt revolutioniert. Es gab eine Zeit vor Michael Jackson und eine Zeit nach Michael Jackson. Und ja, wie kann man diesen Auftritt bitte auf Platz 14 ranken? Also das geht mir auch überhaupt nicht rein. Also Billboard ist jemand, der auch ein Magazin, die Michael Jackson immer schlechter ranken in den letzten Jahren, immer nach hinten. Da sind wahrscheinlich persönliche Differenzen zwischen Billboard Magazine und Michael Jackson, die dort eine Rolle spielen. Deshalb wird er dort immer schlechter gerankt. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt, aber man kann ganz klar sagen, Michael Jacksons Auftritt ist auf jeden Fall ein Top-3-Platzierung wert. Für mich persönlich ist der Super Bowl-Auftritt rund um Michael Jackson auf Platz 1. Ja, auch noch eine Erwähnung ist es wert, dass in New York läuft ja jetzt schon seit über einem Jahr das MJ Musical am Broadway, auch sehr erfolgreich. Die Vorstellungen sind immer ausverkauft und jede Woche befindet sich das Musical in der Top 5 der erfolgreichsten Musicals der Woche am Broadway. Und bei den Tony Awards wurde das ja letztes Jahr auch ausgezeichnet mit einigen Awards. Und jetzt gerade bei den Grammys hat das Album, der Soundtrack zum Musical, auch eine Nominierung bekommen als Best, jetzt muss ich mal gerade ablesen, Kategorie Best Musical Theater Album. Also hat aber nicht gewonnen, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, aber zumindest war es nominiert. Das sollte auch mal erwähnt werden. Das MJ Musical ist extrem populär und auch sehr erfolgreich. Obwohl auch gerade in den USA sehr viele scharf gegen Michael Jackson schießen in der Berichterstattung, ist es trotzdem nach wie vor ein Publikummagnet und es ist eigentlich jede Woche zu 100% ausverkauft. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte 5 News mitgebracht, aber es sind nur 4 News. Damit sind wir auch wieder aktuell auf dem Stand, was in der Michael Jackson Welt in den letzten Wochen so los war. Ah nee, es gibt noch eine Meldung, die 5. Und zwar haben die Jacksons in der letzten Woche oder jetzt gerade ganz aktuell ihre komplette Nordamerika-Tour abgesagt. Und die Jacksons sind aktuell zu dritt unterwegs in Nordamerika, also nicht mehr zu fünft oder zu viert, also sind noch zu dritt. Und die haben eine ganze Reihe von Konzerten abgesagt. Man weiß nichts Genaues, will jetzt auch nicht wild spekulieren, aber es heißt, dass Marlon Jackson, der ja schon mal einen Herzinfarkt hatte, wohl wieder irgendwas gewesen ist. Er soll wohl stationär aufgenommen worden sein. Keine Spekulation, ich weiß es nicht. Wenn da mehr zu rauskommt, berichte ich das in einer der nächsten Folgen. Aktuell wissen wir nur, dass aus gesundheitlichen Gründen die Jacksons ihre kompletten Nordamerika-Konzerte, die sie jetzt in diesen Tagen und Wochen geplant hatten, auf jeden Fall abgesagt haben. Und damit sind wir heute wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gerne kommentieren, liken und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, ciao!